Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Börsentrainer aus Karlsruhe. Heute mit einem wichtigen Thema und zwar mit der oftmals und vielmals und immer wieder gestellten Frage: Wie viel Protein soll ich in Form von Proteinshakes zuführen? Leider kenne ich dich nicht. Leider weiß ich nicht, wie du dich ernährst. Somit kann ich natürlich nur eine relativ pauschale Aussage geben und kann dir sagen, pass auf, einen sehr hohen Wert hat das Protein, ein schnelles Protein in Form von einem Whey-Protein zum Beispiel, unmittelbar nach dem Training. 30 Gramm mit einem Anteil Obst dazu, perfekt. Morgens nach dem Frühstück wäre auch eine Möglichkeit und auch mal direkt vor dem Frühstück unter Voraussetzung und Frühstück nachher auch noch. Das Ganze natürlich, welche Menge und ob ich mit Kohlenhydrate, ohne Kohlenhydrate zuführe, ist natürlich immer wieder auch Stoffwechseltyp und natürlich zielorientiert abhängig. Wo möchte ich hin, was möchte ich erreichen? Das wären zwei Aussagen nach dem Training, morgens zum Frühstück, vorm Frühstück, nach dem Frühstück. Das sind zwei Dinge, die treffen können, zutreffen. Da nehme ich ungefähr so circa 30 Gramm. Alles Weitere kann man als Berater eigentlich, wenn man die Person nicht kennt, überhaupt nicht bestimmen. Aus einem ganz einfachen Grund: Ich weiß nicht, wie du dich ernährst, ich weiß nicht, wie viele Mahlzeiten du am Tag zuführst und ich weiß nicht, wie deine Zusammensetzung der Ernährung überhaupt aussieht. Wenn du eine exakte Aussage haben möchtest, wie hoch soll die Menge pro Shake sein und wie hoch soll die Gesamtmenge pro Tag sein, also wie viele Shakes benötige ich im ganzen Tag, dann solltest du dir Mühe machen und mal 3 Tage lang ein Ernährungsprotokoll führen. Das heißt, du schreibst 3 Tage lang auf, was du frühstückst, was du zum Mittagessen, was du zum Abendessen hast und eventuell nach Stoffwechseltyp, was du auch als Zwischenmahlzeit hast. Und dann wertest du das Ganze aus bei einem Nährwertrechner. Da gibt es zig verschiedene Nährwertrechner, da kann man das auswerten. Und dann habe ich einen Durchschnitt der Proteinzufuhr, die ich pro Tag zuführe. Und anhand von diesem Durchschnitt kann ich dann exakt bestimmen, wie hoch die Menge der zusätzlichen Nahrungskonzentrate in Form von Proteinen sein sollten. Wie viel Drinks ich tatsächlich pro Tag zuführen sollte. Ganz einfach, das war's. Personentrainer Andreas Trienbacher aus Karlsruhe. Deine Fitness, meine Aufgabe.